USA, wo auch der Aufruf, der heute hier verlesen wird, initiiert wurde. Und weiterhin stehen die Leute in Australien, in Indien, in Argentinien, in Bangladesch, in Irland, in der Schweiz, in Kanada, in Portugal, in Russland, in Serbien, in Ecuador, in Italien, in der Dominikanischen Republik, in Malta, in Brasilien, in Mexiko, in Tijuana und in vielen anderen Städten auf der Welt ebenfalls. Deswegen geben wir jetzt weiter. Wer ist der nächste Redner? Das gab es ja letztens schon mal im DFB-Pokal, da ging es sogar in die Als nächste spricht die Anna von der Kappa Kappa Epsilon. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, die Kommunistische Partei Griechenlands verurteilt die grobe Einmischung der USA, verbündeter lateinamerikanischer Regierungen, der Organisation amerikanischer Staaten und der EU in die inneren Entwicklungen in Venezuela. Wir reihen uns bei den tausenden Menschen ein, die in Griechenland in den letzten Wochen den Aufruf der KKE gefolgt sind und bei vielen Demonstrationen ihre Solidarität mit dem venezolanischen Volk bekundet haben. Wir verurteilen eine Wenn ohne Wenn und Aber, die imperialistische Einmischung der USA, der NATO und der EU in Venezuela. Und wir verurteilen sie sowohl als offene militärische Intervention als auch als Putschversuche oder als Ultimaten in Form von diplomatischen Vermittlungen oder als Erpressungen für sogenannte freie und demokratische Wahlen. Das venezolanische Volk soll allein und ohne fremde Einmischung für seine Gegenwart und Zukunft entscheiden. Es hat das Recht, für den Entwicklungsweg zu kämpfen, den es will. Es hat das Recht, gegen die Imperialisten und ihre Interventionen zu kämpfen. Es ist sehr charakteristisch für die Heuchelei der Imperialisten, die angeblich sich um das Volk Venezuelas Sorgen machen. Und wer sind das alles? Donald Trump spricht vom niedrigen Lebensniveau des Volkes in Venezuela. Der Präsident des Landes, in dem 25% der Milliardäre weltweit leben und wo es gleichzeitig 41 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze gibt. Er spricht für die Rechte des Volkes, unterstützt würde er bei seiner Wahl von den mördernden Banden der Ku Klux Klan. Die USA unterhalten mehr als 800 kriegsbereite militärische Stützpunkte in der ganzen Welt und führen Krieg auf allen Kontinenten. Von Unterdrückung der Opposition in Venezuela spricht auch Macron. Erinnern wir uns, in den letzten Monaten wurden in Frankreich 3.300 Demonstranten verhaftet, 2.000 verletzt und 8 getötet. Der Premierminister von Portugal beklagt sich für Millionen Flüchtlinge und Migranten aus Venezuela, während 21% der Portugiesen außerhalb des Landes leben muss. Premierminister Sanchez von Spanien spricht von Bedingungen, in denen keiner leben kann in Venezuela. Und sein Land steht auf Rang 2 der höchsten Arbeitslosigkeit in Europa. Wir wollen damit die schwierige Situation, in der das Volk in Venezuela lebt, nicht beschönigen. Wir wissen, dass die Wirtschaftskrise, die das Volk durchmacht, Ergebnis der kapitalistischen Produktionsweise ist und dass diese Situation durch das Embargo und die imperialistischen Interventionen verschärft wird. Es ist aber wirklich eine Heuchelei, wenn die Ausbeuter, die Verwalter der kapitalistischen Barbarei in ihren Ländern, ob Liberale, Sozialdemokraten und Ultrarechte, den Zeigefinger erheben.
Auch die politischen Kräfte in Griechenland vertreten Positionen, die gegen das Venezuelas Volk gerichtet sind. Die Regierung von Syriza hat in keiner Stellungnahme die USA und deren Verantwortung erwähnt. Sie beteiligt sich an den gefährlichen Beschlüssen der Europäischen Union, auf die die reaktionären Oppositionskräfte Venezuelas stützen. Wir verurteilen auch die Haltung der bürgerlichen Parteien, die die Intervention unterstützen. Die Kommunistische Partei Griechenlands setzt an der Seite der KP Venezuelas, die für die Rechte der Arbeiterklasse kämpft, damit das Volk ohne Ausbeutung und imperialistische Interventionen leben kann. Unser Herz schlägt für das venezuelanische Volk, für unsere Brüder und Schwestern überall auf der Erde, für alle, die den Schritten des Comandante Che Guevara in Lateinamerika folgen. Hasta la victoria siempre. Venceremos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.